Ja, schönen guten Tag. Ich würde Sie mal darum bitten, sich vorzustellen, dass Sie in einer fremden Stadt sind, dass Sie kein Navi dabei haben und sich nur mit Hilfe eines Stadtplans zurechtfinden müssen. In einer fremden Stadt dürfte Ihnen das sehr schwierig fallen. Und das gleiche Problem hat man jeden Tag auf Messen. Das heißt, wenn man auf eine Messe kommt, bekommt man einen Lageplan von den Ausstellern und muss sich dann zurechtfinden. Wenn man kurz die Übersicht verliert, weiß man nicht mehr, wo man ist und muss wieder von vorne anfangen. Wir, das sind Raul Bartisch, Medieninformatikstudent, Bachelor, und ich, Waldemar Rose, ebenfalls Medieninformatikstudent und Bachelor. Wir haben beide den Medienhochschulpreis erhalten im Bereich Informatik, und ich habe für meine Abschlussarbeit den von Schönschen Innovationspreis erhalten, haben uns zum Ziel gesetzt, diesen Messeablauf zu optimieren. Hierfür sind drei Akteure wichtig. Zum einen der Besucher, dann der Aussteller und der Organisator. Der Organisator organisiert alles und kümmert sich um den Messeablauf. Der Aussteller möchte Produkte verkaufen, er möchte Produkte präsentieren und möchte Kundengespräche führen. Und der Kunde möchte diese Rabatte, die die Aussteller anbieten, wahrnehmen und zu vergünstigten Konditionen einkaufen, wenn er die Aussteller überhaupt findet. Wenn er dann einen gefunden hat, muss er ein Orderblatt abgeben. Dieses Orderblatt ist echtes Papier und muss im Nachhinein von den Ausstellern ausgewertet werden. Das heißt, da sitzen dann Arbeitskräfte, die tagelang nichts anderes machen, als das zu digitalisieren. In der Zeit können sie natürlich nichts Produktives arbeiten. Mit unserer Lösung gewinnen alle. Das heißt, der Besucher kann sich zum Stand hin navigieren lassen, kann im Vorfeld sein Orderblatt digital ausfüllen und dieses führt er dann auf sein Smartphone mit. Wenn er einen Aussteller gefunden hat, geht er zu so einer Box und legt mit geöffneter Applikation das Smartphone drauf. In diesem Moment wird der Aussteller erkannt und die Bestellung abgegeben. Der Aussteller hat natürlich dadurch den Vorteil, dass es für ihn keinen Mehraufwand hat, sondern dass er einfach nichts mehr digitalisieren muss. Das spart ihm Geld, weil er diese Arbeitskraft nicht mehr bezahlen muss. Und unser Kunde ist der Messebetreiber. Dieser bezahlt uns. Diese Kosten kann er allerdings auf die Aussteller weiterleiten, weil der Aussteller sich die Digitalisierung spart und dennoch Gewinne macht. Das heißt, im Endeffekt kommt es für alle günstiger raus. Es gibt weniger gestresste Kunden. Und was ich jetzt noch sagen möchte, ist, dass wir Partner brauchen, und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.